Ups, du hast einen Fleck auf dem Sofa entdeckt? Oder kannst du dein Sofa schon riechen, wenn du auch nur den Raum betrittst? Flecken auf dem Sofa passieren sehr schnell und sind natürlich ärgerlich. Gerade dann, wenn der Fleck auch noch für einen schlechten Geruch sorgt. Das ist besonders bei Enzymflecken der Fall, die von Mensch oder Tier auf das Sofa getragen werden, zum Beispiel durch Kot, Urin, Erbrochenes oder Schweiß. Natürlich machen auch Kaffee und Wein unschöne Flecken auf dem Sofa. Diese basieren aber dann nicht auf Enzymen, riechen nicht so streng, werden anders behandelt und deshalb werden sie vielleicht ein anderes Mal Thema in unseren Videos sein. Mögliche Ursachen für Flecken und schlechte Gerüche gibt es viele. Vielleicht kommt dir eine der folgenden Situationen ja schon bekannt vor. Dein Fitnessstudio ist mal wieder geschlossen, du hast dich beim Homeworkout so richtig verausgabt, erschöpft lässt du dich aufs Sofa fallen. Das Ergebnis? Du hast Schweißflecken im Stoff, die für einen üblen Geruch sorgen können. Oder dein Haustier ist auf dem Sofa, ein unschönes Malheur passiert, was natürlich weder schön aussieht noch gut riecht. Und natürlich gibt es auch verschiedene Ursachen für Erbrochenes auf dem Sofa, auf die ich jetzt mal lieber nicht eingehen werde. Aber bevor du jetzt vor lauter Verzweiflung dein Sofa aus dem Fenster wirfst, probier doch erstmal einen unserer folgenden Tipps aus, um den Fleck oder den üblen Geruch wieder loszuwerden. Die wichtigste Regel dabei ist, sollte der Fleck noch ganz frisch sein, versuch erstmal so viel Flüssigkeit wie möglich mit einem saugfähigen Tuch, zum Beispiel einem Taschen- oder Küchentuch, aufzunehmen, damit möglichst wenig davon in den Stoff einzieht. Ist der Schaden, also der Fleck oder der Geruch, erstmal da, kannst du verschiedene Hausmittel ausprobieren, um dein Sofa wieder aufzufrischen. Tipp Nummer 1. Gegen üble Gerüche im Sofa kannst du eine Essiglösung einsetzen. Mische dafür einfach Essig und Wasser im Verhältnis 2:1. Dann nimmst du ein sauberes Tuch, tränkst es mit der Essiglösung und tupfst die schlecht riechende Stelle damit ab. Dann musst du das Ganze nur noch trocknen lassen. Diese Variante hat allerdings einen Haken. Der Essiggeruch ist leider auch penetrant und verfliegt erst nach einer Weile. Also probier's doch mal mit Tipp Nummer 2. Natron oder Backpulver. Beides bekommst du in der Abteilung für Backzubehör im Supermarkt. Beide Mittel wirken geruchsneutralisierend und sind leicht anzuwenden. Einfach eine großzügige Menge auf die betroffene Stelle streuen und das Pulver mit einer feuchten, sauberen Bürste in den Stoff einmassieren. Lass das Pulver mehrere Stunden, zum Beispiel über Nacht, auf dem Fleck. Danach kannst du es mit dem Staubsauger wegsaugen und die Stelle bei Bedarf mit etwas Wasser abwaschen. Es gibt noch weitere Hausmittel, mit denen du Gerüche aus deinem Sofa entfernen kannst. Da gibt es zum Beispiel Waschmittel, Alkohol oder Zitronen, die die Gerüche neutralisieren oder überdecken sollen. Das Problem dabei ist nur, dass diese Mittel alle nur die Gerüche bekämpfen, nicht aber den Flecken selber. Wenn ihr es euch einfach machen wollt, dann könnt ihr zu einem Spezialreiniger greifen, der sowohl die Gerüche als auch die Flecken entfernt. Ihr solltet aber nach Möglichkeit darauf achten, keinen Chemie-Cocktail einzusetzen, um eure Gesundheit und die eurer Haustiere nicht zu gefährden. In unserem Shop findet ihr zum Beispiel den Green Hero Geruchs- und Fleckenentferner. Dieser entfernt Gerüche und Flecken von, wie gesagt, Kot, Urin, Schweiß und was wir alles hatten. Das tut er allerdings nicht chemisch, sondern durch biologische Mikroorganismen, welche die Verschmutzung dauerhaft zersetzen. Dadurch ist er absolut unbedenklich für Umwelt, Mensch und Tier. Die Anwendung ist aber super einfach. Die gebrauchsfertige Lösung einfach auf die betroffenen Stellen aufsprühen, einwirken lassen und fertig. Die Stellen müssen dabei noch nicht mal nachgespült werden. So, wir hoffen, wir konnten durch diese Tipps einigen Sofas das Leben retten. Und wenn dir das Video gefallen hat oder du noch mehr nützliche Tipps zu allen möglichen Themen aus den Bereichen Haushalt, Hygiene oder Schädlingsbekämpfung bekommen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal. Euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao! Gibt's übrigens auch als Liter-Nachfüllpack.